Wir haben keine Autosaves, ne? Also Autosaves gibt's bei uns nicht. Genau, Thomas Hart. Daran denken wir jetzt auch. Wir versuchen jetzt mal direkt dort einzufallen. In Australien, von Brasilien aus. Geheimnisvoller Fremder. Gemischte Beute. Nicht jetzt. So. Neu, wir brauchen aber noch 10 Info. Bei gemischten Beute könnte es sein, aber 7 Tage ist ein bisschen lang. So, von Brasilien aus sieht es auch gut aus, ne? Ja, Kontakt herstellen. Können wir. Wie kostet das? 60 Info. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll Gekauft. aus und können keine neuen Kontakte Gekauft. wiederherstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ja. Los Versuchen, einen geht's. lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Wir haben den Kontakt zu den lokalen Widerstandstruppen in dieser Region hergestellt, Commander. Wir können jetzt zu den vom Kodex erlangten Koordinaten vorrücken. So, der nimmt mich doch gleich wieder ein. Wurde keiner verletzt, ne? Ich glaube nicht, dass einer verletzt wurde. So, was haben wir jetzt hier? Archon, Muton, schwerer Mech, Elite-Soldat. Das ist doch einfach. Operation Dampfender Abend. 15 Feinde. Sieht eigentlich recht einfach aus. Ja, wir starten den Einsatz. Läuft ja mittlerweile echt super hier mit dem Landtrupp. Ja, ein Ranger fehlt. Darlak muss leider gehen. Tut mir leid, Darlak. Wir merken uns aber mal, dass du ein Medikit hattest. Ich hätte ganz gerne einen Ranger. Texor, er ist bereits Colonel. Wollen wir einen aufrüsten? Hier haben wir noch einen Captain. X-Drake. Die Mission klingt auch ziemlich einfach, laut den Feinden. Wir nehmen X-Drake mit. Bearbeiten. Er bekommt. Er bekommt ein Medipack. Muss ich erst Ausrüstung freimachen? So, das läuft. Waffenverbesserung. Er hat momentan mehr Lader. Wir geben ihm ein Zielfernrohr. Läuft. Unleash the Fallouter. Nee. Ich überlege auch, den gerade auszutauschen. Aber andersrum, ich würde schon gern sehen, wie er mit seinem neuen Zielfernrohr schießen kann. Überlege aber gerade, Fallouter auszuwechseln. Bei der einfachen Mission hier. So ein zweiter Scharfschütze als Reserve ist eigentlich nicht schlecht. Und das klingt nach einer sehr einfachen Mission. Wir entfernen Fallouter. Ich würde schon ganz gern sehen, wie gut er mit dem Zielfernrohr abgeht. Aber ich will noch einen weiteren haben. Kin, ja. Wir haben nur einen Private. Wir haben nur einen einzigen Scharfschützen. Wir haben also keine Reserve. Else Koenig, Leute. Else Koenig. Die wird es. Die Else. Eigentlich macht der Imitator bei dem Scharfschützen keinen Sinn, weil er immer weit hinten steht. Aber alles andere macht auch gar keinen Sinn, weil er zu weit hinten steht. Ja, also es ist eigentlich glücklich gesprungen. Granate macht am wenigsten Sinn. Ja, nimm eine Rauchgranate. Nee, ich habe noch gar keine Psi-Soldaten. Filmmatrix. Das hat irgendwie noch nicht ausgereicht von der Forschung her. Die deutschen Scharfschützen. Guckt's euch an. So sehen sie aus. Else Koenig. Ja. Wir müssen unbedingt auch einen zweiten Scharfschützen hochleveln, falls es hier noch geht. So, dieser Auftrag gibt 225 Vorräte. Wir starten den Einsatz.
Leider noch keine Psy-Soldaten. Keine Verluste, schrille Kopf. Wir hatten nur perfekte Runs. Außer, nee, stimmt gar nicht. Eine Mission haben wir gefailed. Lag aber daran, dass das Einsatzziel einfach kaputt gegangen ist. Es ist in sich zusammengefallen. Aber jetzt zu den letzten Missionen waren alle super. So, gucken, was hier abgeht. Shen und Teigen konnten diesem Codex-Ding in der Schattenkammer diese Koordinaten abbringen. Wir vermuten, dass es sich hierbei um seinen Ursprungsort handelt, aber wissen es nicht genau. Nach dem Kampf, den uns dieses Ding geliefert hat, ist vor Ort sicher mit schwerem Widerstand zu rechnen. Viel Glück! Viel Glück! Also sollte Else sich gut anstellen, ja, dann verpassen wir hier mal ein besseres Aussehen. Untersuchen Sie das Gebiet. Feindpräsenz aktuell unbekannt, aber rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Sollte sich Else gut anstellen, dann geben wir auch ein neues Aussehen. Dann schenken wir ihr eine Gesichts-OP. Los geht's. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Finde den Ursprungsort des Codex. Ich würde fast sagen, hier sollten wir mal hin. Andersrum, wo sind wir denn gerade? Wir sind rechts unten in der Karte. Hinter uns werden keine Feinde sein. Hier kann es aber sehr wahrscheinlich sein. Ja, ich werde krank. Ich würde sagen, Blickrichtung ist immer das Ziel. Die Zielrichtung. Die Blickrichtung, wo wir starten. Ranger voraus, X-Drake. Ranger voraus. Gucken wir mal, was hier abgeht. Andersrum, ich habe Angst, dass hier welche stehen. Dann wären wir in der Flanke. Tja. Könnt ihr hier hingehen? Dann habe ich Angst, dass vorne was ist. Ja. Am einfachsten wäre dann das hier. So, meine kleine Karte. Ich habe noch nicht ganz geguckt. Ah, guck mal hier, was wir hier haben. Tja. Noch sind wir verborgen. Noch ist alles cool. Wir schließen erstmal auf. Langsam. Fuck. Die könnten uns sehen. Wenn wir die Runde beenden. Shit, das sind eine Menge Gegner, Leute. Also wenn die an die Kante gehen oder hier runterspringen, ist sie auf jeden Fall aufgedeckt. Wir sind ja gesprintet. Das ist jetzt extrem Mist. Das ist wirklich extrem Mist hier. Else. Was machen wir mit dir? Ja. Geh mal hier hin. Hätte ich neben uns irgendeine Erhöhung, würde ich die nutzen. Haben wir aber nicht. Das ist wirklich ein sehr, sehr mieses Startgebiet. Die Typen da oben. Müssen nach vorne unbedingt Cover haben. Roger that. Taube. Headed there now. Und der Blinde. Die Taube und der Blinde. Good copy. Moving on target. Wir werden auf jeden Fall mit allen in Overwatch gehen, die es können. Wenn sie runterspringen, gibt's Action. Ich glaube, bei jeder Aktion wirst du aufgedeckt. Also ich habe aus dem Verborgenen ein Holo-Dings geworfen. Ich wurde insta aufgedeckt. Das ist aber fies. Kommen die denn raus? Wir wissen es nicht. Jetzt haben wir keine Ahnung, wo sie sind. So, die sind dahin gegangen. Das könnte eigentlich ganz gut für uns sein. Allerdings haben wir jetzt alle kein Sichtfeld. Und hier kann ich nicht hingehen. Wir könnten aber hier hingehen. Die beobachten. Ich würde sagen, wir beobachten die einfach mal. Vielleicht kommen sie ja wieder hoch.
Und wir gehen zu lange in volle Deckung überall. Let's do this. Versuchen wir überall volle Deckung hinzukriegen. Ja, du musst auf jeden Fall erstmal hier ran. Closing on target position now. Also hier, X-Drake schaut nämlich hier nach den, nach diesen Vierbeinigen. So, ich bräuchte zwei Gunner auf der rechten Seite. Hier. Du passt da auf. Taube steht eigentlich okay. Die werden noch eh zu uns rennen, wenn wir aufgedeckt werden. Hier haben wir auch noch eine volle Deckung. So, wie sieht das jetzt hier aus? Sieht aus nach Abwarten. Wohin gehen die jetzt? Sind stehen geblieben. Okay, das trifft die natürlich gut. Er steht nah dran. Er hat Holo-Zielen. Er hat aber nicht Salve. Salve hat er hier. Er hat Salve. Bedeutet, ich kann zweimal Aktionen durchführen. Die Rakete würde ich am meisten reindrücken. Da wir gerade ein freies Sichtfeld haben, machen wir das. Allerdings müssen wir aufpassen wegen den Vierbeinigen. Aber noch sind die ja nicht aufgedeckt. This one's for you. Wenn die hierhin rennen, haben wir ein Problem. Dann können wir nur mit Granaten arbeiten. Okay, einer rennt dahin. So, wir dürfen aber nochmal. Boom, Baby. Wir brauchen so wenig Menschen wie möglich. Falls die Vierbeinigen angerannt kommen, dass wir ganz viele im Feldposten haben. Eliminated. So. Kannst du ihn finishen, ist die Frage. 67% ist mir ein bisschen zu wenig. So, ich würde sagen, das ist ein Fall für Else Koenig. Mit einer überragenden Trefferchance von 50% streckt sie den Archon nieder, ich weiß es. Else. Feind steht noch. Okay. So wenig Leute wie möglich benutzen, ist die Anweisung hier. Ja. Ich meine, er steht am dichtesten dran. Entweder wir unterdrücken den und gehen in den Feldposten. Wir haben jeden. Moment, ist das eine Flanke für ihn? Nee. Er müsste sich bewegen. Andersrum, wenn er sich bewegt, dann verschwinden die ganzen Feldposten. Und die Viecher können kommen. Der muss sterben. 55. 60. Das Beste bis jetzt. 60. Kann gar nichts machen. Okay, 60. 60 nehmen wir. Boko. Sehr schön. Den Rest gehen wir an den Feldposten. So, was? Gut. Noch kommen die nicht. Wer weiß, wo die sind. Wir sollten auf keinen Fall hier hingehen. Erstmal checken hier oben auf dem Dings. Das heißt... Else wäre nicht schlecht da oben. Andersrum, wir müssen erstmal sichern. Das ist sehr gefährlich. Ich kann mit ihnen... Er ist noch verborgen. Wunderbar, er ist noch verborgen, Leute. So, so. Aber die Vierbeinigen sehen wir nicht. Das ist ein Problem. Okay, ich habe nichts gesagt. Die greifen sogar an. What the fuck? Die greifen sogar an. Das gilt wohl als getarnte Einheit. Okay, wir wissen, da ist noch einer. Wir brauchen eine Menge Feldposten. Ihn kann ich da auf keinen Fall stehen lassen.
Okay, Leute. Ich sehe jetzt... Ja, wir legen ein Ass hin. Wir legen ein Ass hin und gehen in den Feldposten mit allen Leuten, die wir überhaben. Wenn sich beide Chrysaliden da aufdecken, haben wir die besten Chancen. Ja, geh in Deckung, liebes Holo. Holo-Ding. Ja, hätten wir Else hochgeschickt, wäre er tot gewesen. So, wir bleiben schön, wo wir sind und alle gehen hier in den Feldposten. Ich glaube nicht, dass die uns flankieren können, unter, oder? Das kann passieren. Aber da müssen die ganz schön rennen. Ja, dass wir hier eine Flanke kassieren. Da müssen die ganz schön rennen. Ich glaube, wir sind safe soweit. Alle gehen hier jetzt auf. Alter, ich will auf den Vierbeinigen schießen. Wir verbrauchen gerade alle unsere Feldposten. Für sowas da. Ich will... Den Vierbeinigen will ich erwischen. Bitte, 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 bitte. Else! Ist er tot? Shit! Von der Rüstung abgeprallt! Aber Else, getroffen nur. Die werden niedergehalten. Ich will ihn noch nicht alleine stehen lassen. Okay. Else. Wieso sieht Else nichts? Warte mal, er kann zweimal schießen. Das heißt, er kann danach noch in den Feldposten gehen. Ja, schießen ihn damit weg. Ist das jetzt, was wir jetzt hier machen können? Jetzt hier hin. Und wir halten ihn runter, den Kollegen. So. Da hier gleich noch einer kommt, sollte man eine Menge, Menge Feldposten aufstellen. Leider aber noch keine Abschusszone. Wenn wir die hätten, würde ich die auf jeden Fall hier hinhalten. Ihr müsst auch nachladen unbedingt. Ich verzichte jetzt mal auf das Holo-Ding. Verzichte mal drauf. Sollte safe sein. Er nimmt nicht den Vorteil von oben, warum nicht? Guck mal, wo der herkommt. Not good. Eine endlose Zeitgruppe hier. Sehr gut. Polarita, das Holoband, die spawnt nach einer Runde. Es hält nur eine Runde lang. Alter, hier ist Action, ja? Hier ist Action. Okay. Wir werden niedergehalten. Wir sollten auf den schießen.
Keine Rüstung mehr, da guckt er nämlich blöd. Hätten wir sich Kontakt mit ihr hier, dann könnte man auch einen davon hacken. Aber wir sind zu weit weg, wir können nicht hacken. Falls die Frage jetzt gleich im Chat kommt. Hacken ist hier nicht möglich, weil die nicht in Sichtweite sind. So, du findest ihn. So. Ja, du bleibst da. Wir bleiben. Bleiben hier. Er müsste eigentlich safe sein. Bleibst da. Wir geben noch ein Hilfsprotokoll an ihn hier. Er ist zwar in voller Deckung, aber er ist der einzige Sichtbare. So, wir warten. Else, du passt auf. Da gesehen, wahrscheinlich eine Trefferchance von 0% bei plus 40 Verteidigung. Da sagt er sich lieber alles klar, Rückzug. Aber wir müssen noch dringend nachladen. Würde ich sagen, wir nutzen noch die Chance, wir laden nach. Mit allen Leuten. Raub braucht nicht. Raub ist it's alright. Wir warten noch eine Runde. Vielleicht kommt er ja wieder. Else lädt auch nach. So, wir chillen noch eine Runde. Haben wir alle nachgeladen. So. Ich würde auch sagen, Else König obendrauf, aber erstmal müssen wir das Gebiet sichern. So, unser Ranger geht vor. Ich hoffe, das ist nicht ein Feuerschutz, aber andersrum, unser Ranger erklärt ja das. Gut, wir sehen ihn nicht mehr. Der ist wirklich weit weggerannt. Der hat sich in die Hose gemacht. Gehen, glaube ich, mit mehreren Soldaten erstmal rauf. Wir geben schon mal alle in die Nähe. War schon mal eine gute Posi hier. So, alle ran hier. Kommt alle her. Zumindest haben wir ja kein Zeitlimit. Jetzt chillen wir. Diese Scheißviecher. Bleib weg, du Scheißvieh. Okay. Das steht also da. Hier, komm mal her. Erschieß mich. Erschieß mich bitte. Wir gehen hier in die volle Deckung. Kann ich ihn von hier aus erschlagen oder bewegt er sich? Wunderbar. Wir erschlagen ihn. 98%, das sieht gut aus. Das gefällt. Das finden wir gut. Einmal in der Mitte gespalten. So. Bevor wir jetzt mit Else hochgehen, sollten wir hier erstmal alles checken. Sieht das aus? Geh mal gucken. Wie ist die Aussicht? Wir sehen, dass es ziemlich ziemlich mehrebenig ist hier. Mehrstufig. Wir chillen erstmal da oben. So, die Taube zum Hacken. Falls wir den Mech nochmal kriegen, können wir den hacken. Location confirmed. Und der Schneemann stellt sich hier hin. I'm going. So, Else. Du gehst hier hin. Roko kann sich hier hinstellen. So. Und alle Mann. Blickt in die Ferne. Du kannst natürlich nichts machen. Du hast schon wen getötet. Ich rechne auch mit mehr Spinnen. Da kommen bestimmt noch welche. So, X-Drake. Check mal weiter aus. Wo ist der Mech?
Er ist nach Afrika gerannt, wo das gar nicht mal so weit entfernt aussieht von hier aus. Aube. Aube ist unsere Hackerin. Guckt auch mal ein bisschen nach vorne. Mac, wo bist du? Nutzen wir erstmal volle Deckung aus. Der Schneemann klingt ziemlich genervt, wenn er sich bewegen muss. Naja, vor allen Dingen hier gerade in der Hitze, in der Wüste. Mag er eh nicht. What's over there? Er mag lieber kalte Gebiete. So. Ich sagen Fallout das Position, ich meine Else. Elses Position wird hier. Verstanden. Rück ab. So, da wird es erstmal eine Weile bleiben. Kann sie sich schon mal ein Camping-Lagerfeuer einrichten. Krass, ja. Der scheint echt weit weggerannt zu sein. Ich würde sagen, hier ist unser Zielgebiet. Wer weiß, was hier ist. Der Einschlag. Der Ursprung der Aliens, wer weiß. Halbe Deckung gefällt mir nicht. So, gehen wir erstmal spähen. Nicht, dass da irgendwo ein Feldposten wartet. Wir spähen erstmal. Wir sehen ihn immer noch nicht. Er ist echt weit weggerannt. Wir rücken auf. Jetzt hören wir was. Ja, das heißt, er ist in der Nähe. Der Mac, den wir schon entdeckt haben. Ansonsten würde hier ein bisschen mehr... Oh, guck mal, ein Portal. Ein Portal to another world. Heißt das nun, dass er uns sieht und wir ihn nicht? Das wäre böse. Ich vermute mal, dass sie irgendwo ein... Vierbeiniger ist. Also bei den Vierbeinigen habe ich weniger Sorgen um Cover. Alright, I'll go. Dann lieber mehr Augen in Reichweite. Okay, I'll go. Es gibt von oben Bonus, ja. Gerade für Scharfschützen. Auch gerade wenn sie es geskillt haben. Aber auch für Ungeskillte gibt es von oben immer einen Zielbonus. Genau wie es auch Malus bringt, auf Fliegende ganz oben. Also Ziele, die sich ganz weit in der Luft befinden. Dann gibt es jetzt einen Malus. Von unten ist ein Malus, von oben ist ein Bonus. Ja. Ah, ist er. Hat er uns gesehen. Deswegen ging die Musik los. Vorlauter Geralt hasst Portale. So, deswegen hat man Musik gehabt. Wegen einem Vierbeinigen. So, noch sehen wir hier nichts. Hier mal ein Portal. Zu einer anderen Welt, nehme ich mal ganz stark an. So, wir gehen immer nur so weit, dass wir auch alle in Feldposten bewegen können. Hier im Wüstengebiet habe ich ein bisschen Angst vor diesen Vierbeinigen. Aber wir wissen, hier ist doch ein Mac, der hier rumläuft. Der extrem Schiss hat. Habe ich jetzt aber so auch noch nicht erlebt, ja, dass ein Mac einfach so wegrennt. Ich möchte ganz gerne hier hin mit Elise, mit Else. Wir können ja langsam in die Richtung gehen. Andersrum ist es mal schlecht, ne? Langsam in die Richtung ist immer schlecht. Die Frage ist, komme ich hier hoch? Kommen wir. Aber erst in der nächsten Runde. Das heißt, wir haben jetzt zwei Runden Sniper-Ausfall. Hans-Peter Bexton. How much is the fish? Da back in the UK. Okay, die tarnen sich ja. Die tarnen sich. So, die Musik geht los. Wir sehen keinen. Alles klar, wir wissen, die sehen uns. So, dann würde ich sagen, sorgen wir für eine Menge Reflexschüsse. Na, das war doof. Ich hätte erst ihn bewegen sollen. Jetzt muss er um sie rumlatschen. Kann so ein Feld weniger gehen. So, Else.
Du gehst hier oben hin und gibst Pistolen Unterstützung. Oder I feel hardcore. Ja. Momentan zählt jede Feuerunterstützung. Der Hans-Peter. Die jetzt, die warten. Die scheißen sich in die Hose oder was? Ich mache übrigens völlig umsonst Feuerunterstützung. So, wieder Musik. Da sind die weggegangen von mir. Unter der Erde. In Overwatch. Okay, I'll go. Overwatch. So, mach doch ein bisschen schneller hier. If you say so. Na, diesmal behalten war. Gebe Feuerschutz. Elsa in der Position. Elsa mag sie nicht bewegen. Ich habe ganz großen Respekt vor den Viechern hier. Deswegen wahrscheinlich wieder so eine Runde mit ewig vielen Runden. Ja, aber das ist halt immerhin ist es ein Ass, ne? Und normalerweise Cube Deck, ich nutze das Holoband nicht, um Leute anzulocken, sondern eher dafür, uns aus der Scheiße zu befreien. Ja genau, ich nehme nur Holo als absolutes Ass, als Oh-Shit-Button. Tja, wir müssen näher ran, um hier was zu entdecken. Gehen wir hier. Ah, guck mal, wo sich der Mac versteckt. Ihr seid meine Freunde. Versuchen wir, den mal zu hacken. Das wird lustig. Wenn wir den übernehmen könnten. So, wie sieht's denn aus hier? Liebe Taube. Da war er gerade. So, Taube. Go, go, go. Try not to break this one. Ja, ich rede mit dir. Guck mich an. Ah. Abschaltung ist nicht schlecht. Ist garantiert, aber ich möchte ihn kontrollieren. Das wäre dann der erste. Ich will. Unsere Einheit. Cyberlord, Errungenschaft freigeschaltet. Hallöchen. Das hat Raketen da hinten drauf, ne? Das ist richtig cool. So, wir machen folgendes. Wir gehen jetzt dahin und schießen uns selber ab, wenn das möglich ist. Erstmal prüfen wir das. So, gib mal die Kollegen her. Oder kann ich den jetzt ab nächste Runde steuern? Okay, das ist quasi genau wie bei uns, wenn wir Gedanken kontrolliert werden. Wir können den erst in der nächsten Runde spielen. Ansonsten hätte ich jetzt Folgendes gemacht. Ansonsten wäre ich jetzt mit dem Kollegen zu den Vierbeinigen gegangen und hätte meine Raketen nach oben, 90 Grad nach oben geschossen, falls das möglich gewesen wäre. So, jetzt haben wir aber noch eine Menge Viechers. Die würde ich sagen, erledigen wir mit einer Splittergranate. Warte mal, wo sind die denn alle? Ich sehe momentan 3 Stück. Dann entfernen wir die. TV-Ton, ich grüße dich. Das ist ja merkwürdig. Da hat nur einer Schaden genommen. Testen wir es aber nochmal. Hä? Oh, ich muss näher ran. Wir müssen näher ran. Nimm mal den Raketenwerfer. Nicht möglich.
Sehr schön. Gut, es sind immer noch so viele. Gut, wir müssen auf jeden Fall die Viecher irgendwie ausschalten. So, Else. 83%. 77. Nehmen wir den. Sauber. Streift. Das hat nicht viel bewirkt. Nee, lebt zwar noch, aber hat nur noch einen Lebenspunkt. Könnte eine Granate ausreichen. So, 100%. Ja, also da zieht Kroko besser. Wie weit sind wir im Game? Ich würde sagen, wir sind bei 75% des Spiels, würde ich sagen, Simpa. So, Run and Gun. Und eine Granate werfen. Falls das geht mit Run and Gun. Run and Gun und Granate werfen. Könnte das Ding finishen. So, wenn es immer noch irgendwo eingegraben ist, ist immer ein Problem. Genau, ihn haben wir gehackt. Ihn können wir steuern gleich. Ja genau, greifen wir deinen eigenen Kollegen an. Oh. Was hat denn Else für eine Chance? Ich brauche hier unbedingt eine Beförderung. Else Konig. Die hat noch keinen. 85%, dass sie ihn tötet. Ne, 10 Schaden maximal. Töten kannst mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit. Das Vieh hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leben und ein Dings. Das müsste mit 10 treffen. Würde ich sagen, wir hitten erstmal den an. Einmal anhitten. Else finished. Oh, Else muss jetzt finishen. Ich frage mich, wie lange das Gehackte anhält. Das frage ich mich gerade. Else regelt jetzt hier 85%. Komm, hol dir deine Beförderung. Alter, noch ein Streifschuss. Kein Volltreffer. Ja, damit bleibt dir die Beförderung verwehrt, mein Fräulein. Wie lange kann man den eigentlich steuern? Müsste nachladen bald. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange wir den steuern können. Blub, blub, blub. Ja, wer braucht noch ein Level-Up, eine Beförderung? Wir haben nur noch Kernels mit. Kernel. Hier, Strelok. Strelok. 79%. Hm. Geh mal näher ran. Strelok, kümmere dich. Hole die Beförderung. Na, wir hätten mit Strelok zuerst draufballern sollen. Tja, jetzt wird es natürlich eine andere Frage. Kann auch der Mackie ihn töten, ganz ehrlich. Wird er echt uns? Komplett? Können wir den mit nach Hause nehmen? Gehackt ist gehackt. Wieder hacken ist gestohlen. Wieder zurückhacken ist gestohlen. Bin mal gespannt. Ja, nee, nee, nee. Schwerer Mac ist immer noch gehackt, steht da. Ich würde sagen, das ist wie Gedankenkontrolle. Wir sollten das Vieh kaputt machen. Leider können wir es nicht anvisieren, richtig? Doch, wir können es anvisieren. Ja. Ich würde ganz gerne mal sehen, ob er sich selbst kaputt schießen kann. So. Hier. Mikroraketen. Ja, Verbündete im Zielbereich. Mach das. So. Wie fährt er noch? Noch genug. So, Hans-Peter, da geht er. Einmal kurz vorbereiten. Und jetzt kann Else
sichere Beförderung holen. Hoffen wir mal, dass es hinkriegt hier. Else, hol dir. Oh mein Gott, sie sieht ihn nicht. Das ist ja ordentlich schön. Mann, sie sieht ihn nicht. Das ist ein Ast im Weg oder so. Wenn's krittet, ansonsten holt ihn als Strelok. Okay, Else, du hast dir soeben eine Gerichtschirurgie verdient. Also mit der Pistole, das war super. Dennoch gekrittet, das war eine 10%ige Chance, dass es krittet. So, bevor die Verstärkung kommt, würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich weiß ja nicht, was genau wir hier finden wollten, aber das ist nicht derselbe Riss, den der Codex benutzt hat. Das Ding könnte überall hinführen. Wieso kommt da was raus? Wir sollten auch das wohl besser zur weiteren Untersuchung zum Schiff bringen. Enemy is still up. Ja, das ist jetzt extrem scheiße. Wir sind am Ende der Runde. Ja, was machen wir jetzt hier? Das Ding können wir eigentlich nur niederhalten. Oh shit, kann ich hier nicht benutzen. Ich habe keinen mehr, der Oh shit frei hat. Oh. Funktioniert das hier? Aber das ist ja kein Roboter, ich kann ihn auch nicht hacken. Obwohl das für mich sieht... Wir können es testen. Kondensatorentladung. Wir testen das mal. Los, zeig mal, was du kannst. Bist du ein Roboter, den ich nicht hacken kann? Macht eine Menge Schaden sogar. Desorientiert. Okay, das heißt aber nicht viel. Das heißt nur, dass er ist nicht betäubt. Okay, wir halten das Ding nieder. Das Ding hat echt viel Rüstung. Wir brauchen mehr Leute. Das schaffen wir so nicht. Aber das ist schon mal cool. EMP geht durch die Rüstung durch. So. Jetzt haben wir nur noch ihn. Wir würden ihn einen Schaden verursachen, wenn er wirklich 7 Schaden machen würde. Elundil, ich grüße dich. Ein Schaden. 6 Rüstung. So, er ist desorientiert und niedergehalten. Also eigentlich dürfte er nicht treffen. Bitte, bitte nicht. Ja. Das war echt blöd. Am Ende der Runde kommt so ein Vieh da raus. Okay, jetzt können wir hier loslegen. Hier. Strelok. Gib mal Zunder hier. Holo zielen, schon mal gut. Rüstung muss geschreddert werden. Das ist echt eine Menge Rüstung, was so ein Vieh hat. Und weiter geht's. Immer schön feste drauf. Ein finsterer Eingang. Errungenschaft freigeschaltet. Düster, finster. Wir haben es geschafft. Alle Feindkontakte im Einsatzgebiet wurden eliminiert. Das Tor ist gesichert. Status bestätigt. Commander, wir haben das psionische Tor gesichert und Bergungsteams sind auf dem Weg. Jetzt müssen Teigen und Shen herausfinden, wofür das Ding genutzt wird. Flawless. Victory. Ja, das war doch wunderbar. Mit Sicherheit kommt eine Sequenz jetzt, eine Videosequenz. Ich hätte eigentlich jetzt schon mit einer Sequenz gerechnet. Deswegen bin ich auch kurz ausgeblendet.
Ja, war eine sehr einfache Mission. Aber ich bin über Else sehr, ja, sehr stolz auf Else. Der Pistolenkill war super. Gute Arbeit, Commander. Ihre Leistungen im Einsatz motivieren das gesamte Team. Schade, keine Videosequenz. So, da geht's nämlich los hier. Corporal. Und sie hat aber immer noch kein Nickname. Ich glaube, erst ab Sergeant bekommt man ein Nickname. Distanzschutz. Ja, das ist viel besser, Distanzschutz. Captain Strelok. Kettenschuss. Habe ich noch nicht. Schieße mit einer um -15% oder ja, -15% verminderter Zielsicherheit. Wenn du das Ziel triffst, schießt du darauf automatisch noch einmal. Er hat bereits Holo-Zielen. Bei ihnen macht es Sinn. Nehmen wir. Der Trupps hier. Das einzigartige Alien-Artefakt, das wir im Einsatz geborgen haben, sieht aus wie eine Art Portal oder Tor. Wir gehen davon aus, dass es den Aliens eine Möglichkeit zur Überwindung großer Entfernungen bietet. Vielleicht sogar über die Grenzen unserer Welt hinaus. Aber es wird eine Weile dauern, bis wir die Funktion dieses Tors wirklich verstehen. Nach dem, was Ihr Team im Einsatz gesehen hat, ist klar, dass die Aliens mit diesem psionischen Tor weit reisen können. Stargate lässt grüßen. Sie müssen nicht nur herausfinden, wie es funktioniert, sondern auch, wohin genau dieses Tor führt. Neues Ziel hinzugefügt.